Ich liebe Minibücher und kleine Alben. Wenn du meinen Kanal schon länger kennst, dann weißt du das sicher längst. Also ganz klar, in meiner Reihe ein Stempelset, fünf Ideen, gibt es natürlich auch ein Minibüchlein. Dieses heute ganz praktisch mit vielen Fächern, gut zu verwenden als Geschenkbüchlein oder Sammelsurium, also ein ideales Geschenk für Scheine, Gutscheine und sonstige kleine Nettigkeiten. Wie ich das Mini gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Jo, und heute gibt's also ein Mini-Büchlein. Wir sind mittendrin in der Reihe ein Stempelset, fünf Ideen. Die erste Idee dafür war diese Treppenkarte. Hier. Die zweite Idee war eine kleine Puddingverpackung. Da siehst du hier diese Seelenwärmer. So geht's auf. Hier könnte der Gruß rein, hier kommt der Pudding raus. Schöne Idee, wie ich finde, kann man gut verschenken. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, noch einige fünf Ideen brauchen wir. Ich dachte mir, Mini-Album darf nicht fehlen, ist heute dran. Hier die Karte zeige ich auch noch mal hoch. Die soll ja nicht vernachlässigt werden, habe ich noch gar nicht gezeigt. Ja, das räume ich mal beiseite, damit wir Platz haben. Und dann geht's zu unserem Mini-Büchlein. Wenn du meinen Kanal kennst, dann weißt du, da gibt es einige Mini-Büchlein. Hier zum Beispiel das Kräuterbuch, das ist schon fast ein Maxi-Mini. Ist noch nicht fertig, wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch weiter gefüllt. Jetzt gerade nicht die Saison, aber geht sicher noch weiter. Ja, und dann haben wir hier noch dieses Mini, was ich eben schon so gezeigt habe. Da hat es hier vorne ein Tag, kann man da anklipsen, ist also ein Magnet. Ja, und das Büchlein, was wir heute machen, hat eben diese Fächer hier und da passen einmal diese Tags oder kleinen Anhänger rein. Und ansonsten Geldscheine wunderbar zu verschenken. Und hier die Größe ist natürlich eine alte Bahncard, aber die Größe von einer Gutscheinkarte, ich weiß nicht, wie die genau heißen, fällt mir gerade wieder nicht ein. Egal, aber du weißt, was ich meine. Und das kriegen wir hier alles wunderbar runter. Hier ist eins nur mit Tags. Siehst du ja, sind wir nochmal die Schafe verewigt. Letzten Celebration. Und lauter Gutscheinanhänger drin. Ist also auch eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit. Ja, bevor wir das zusammenfalten, das Buch, dafür brauchen wir übrigens ein Designerpapier in den Maßen 30,5 x 30,5 cm bzw. 12 x 12 Inch. Zeige ich auch ganz kurz noch ein Buch, was ich letzte Woche in einem Blogbeitrag mitgezeigt habe. Eigentlich die gleiche Technik. Hier draußen die Hülle. Also hier habe ich einfach ein Designerpapier zugeschnitten. 5 mm größer als dieses Maß und das Ganze doppelt. Buchrücken noch dazwischen. Machen wir also auch gleich bei diesem hier. Geht dann also, zeige ich dann. Und das Papier ist auch ein Farbkarton in diesem Fall in 12 x 12 Inch. Wir haben eine Mittelfalz angelegt bei 6 Inch. Und dann die Seiten eingeteilt in vier Felder. Das sind also 3 Inch, 6, 9 Inch und dann haben wir die gleichen Felder. Dann schneiden wir das hier ein, aber so, dass wir das letzte Feld lassen, Verbindung lassen, können das hier rumfalten. Können das dann kleben, hätten hier auch Fächer für lange Tags, also für kleine Einstecker da oben. Ja, und dann kleben wir das einfach hier rein und fertig ist das. Ich habe das hier noch mit dieser Zauberbastelschraubzwingen, würde ich sie ja mal nennen. Also du weißt, die Klammern, mit dem gesichert und dann wird es draußen noch gestaltet. Jetzt wollen wir natürlich Fächer und du siehst schon, der Unterschied ist kürzer, weil wir haben hier dieses Element als Fach. Und wie das geht, kommt jetzt. Papierschneider, mit dem ich auch falzen kann. Mit dem werden wir erstmal falzen. Das Minibuch kannst du übrigens wie hier ohne Außenumschlag gestalten, dann ist wirklich nicht mehr dran. Das würde ich jetzt mit einem Strickchen sichern oder mit einer Banderole. Oder wir machen uns noch einen Umschlag, so wie wir das heute machen. Okay, ich habe jetzt dieses Papier gewählt. Ich finde, das passt ganz gut zum Horizont, zu den anderen Karten und Verpackungen auch. Ich lege es so rum an, dass die Mauer dann quer geht und ziehe meine erste Falzlinie genau in der Mitte bei 6 Inch. Da ist übrigens, wenn das Beinchen hier am Papierschneider an diesem von Stampin' Up! Drin ist, dann bist du genau bei 6 Inch. Kannst es also hier am Anschlag anlegen und deine Falzlinie ziehen. Dann nehmen wir das raus und jetzt um 90 Grad gedreht.
Ziehen wir jetzt auch hier das Beinchen raus. Und brauchen Falzlinien jeweils, brauchen in vier Elemente geteilt. Das bedeutet, bei 12 Inch, gehen also jetzt auch auf Inch, legen wir es an bei 3 Inch. Gucken, dass es gerade ist. Das gucke ich dann hier unten auf der anderen Seite. Habe ich ja auch eine Mess mit dran. Da wird genau angelegt. Inch, gerade gerückt. 6 Inch. Und bei 9 Inch. Und dann bleibt das letzte auch. Mal gucken, was es gerade ist. Mit 3 Inch übrig. So, und jetzt gehen wir nochmal, legen es hier rum an. Und nehmen jetzt nochmal diese 90 Grad gedreht. Jetzt sind also hier die Felder. 1, 2, 3, 4. Und hier ist die Mittellinie. Legen es nochmal bei 6 Inch an. Nehme auch hier wieder meinen Anschlag. Dann passt das perfekt. Und ziehe es genau bis wohin. Markiere ich jetzt. Erste Linie, zweite Linie, dritte Linie. Bis zur dritten Linie schneide ich jetzt. So, da bin ich angekommen. Und das war's. Nein, das war's natürlich nicht. Mit diesem Ergebnis hätte ich jetzt praktisch dieses Büchlein. Wenn man hier aufpasst, ne? Kennt das schon von mir. Wir brauchen noch, machen wir jetzt im Nachgang, bei 2 Inch, hier unten praktisch, eine Linie. Hier sind also wieder unsere vier Felder. Eine Linie, 2 Inch und das Ganze auf die andere Seite gedreht. Noch eine Linie bei 2 Inch. Gut, dass wir drüber geredet haben. Aber so hast du mit einer Anleitung gleich zwei Varianten. Das ist doch wirklich gigantisch. So. Papierschneider weg. Und dann wird gefaltet. Und zwar legen wir jetzt erstmal das hier so aufeinander, die zwei Teile mit den 6 Inch. Im besten Fall ist alles gerade und schicki. Und das Feld hier unten. Jetzt können wir noch überlegen, wie wir es haben wollen. Sie überlegt noch, wollen wir das jetzt außen oder innen? Also, wollen wir das, außen werde ich einen Umschlag machen und innen sind hier die Felder, die Taschen und das ist der Hintergrund. Ja, und das bedeutet, siehst du ja gleich, wenn ich das hochschlage, dann hätte ich die Taschen in Blumenmuster, will ich gar nicht, ich will die ja in Mauer, also wird alles einmal umgedreht. Gucken, dass es gerade aufeinander liegt und jetzt halte ich dieses Feld hier nach oben und streiche es flach. Und das Ganze drehe ich einmal um. Auf der anderen Seite mache ich das genauso. Ja, das ist mein Mittelbund. Und jetzt werden die Klappen der Reihe nach darauf gefaltet. Das mache ich auch so wirklich schön der Reihe nach. Und kann notfalls, wenn da eine Falzlinie schief wäre, jetzt nochmal ein bisschen rücken. Drehe das Ganze um. Und die andere Seite falte ich genauso drauf. Und wenn alle Falzlinien gerade sind, dann ist dein Mini-Büchlein gleich fertig und auch gerade. So. So einfach, da ist es schon. Und jetzt kommt das doppelseitige Abreißklebeband. Also, einfach nochmal zur Kontrolle. So lag unser Blatt. So, die Außenseiten, alles nochmal auseinandergenommen, zusammenfalten, aufeinanderfalten und die Seiten ranfalten. Wo brauchen wir jetzt Doppelseitiges? Das brauchen wir hier, da, damit unsere Taschen nicht den Inhalt verlieren. Trage ich hier auf die Klappe ziemlich an den Rand, beidseitig auf und hier drin genauso. Dann haben wir schon mal das erste gesichert. Kurz Folie abziehen. So der Moment, wo man schon mal überlegen kann, wie schön man das innen ausgestalten kann. Ich habe immer das Problem, ich muss mich so ein bisschen begrenzen. Ich habe immer wahnsinnig viele Ideen, aber alle gehen ja nicht. So, hier, das gesichert. Du könntest übrigens hier auch nochmal doppelseitiges ansetzen, wenn du magst. Dann passiert Folgendes nicht, dass die hier, wenn das so offen ist, sich so verrutschen und dann könnte es nicht zugehen. Ich finde es nicht dramatisch, ich lasse das so. Jo, jetzt kommt die Seite hier und da möchte ich eine Klappe haben, unser verbundenes Feld, eine Klappe haben, die vorne offen ist.
Also gehe ich hier auf die linke Seite dieses ersten Feldes und unten mit meinem doppelseitigen Abreißklebeband klebe das fest, gleich mit oben und unten aufeinander. Schön exakt. Ja, sachtet und klebt schief. Nein, passt. Genau, und dann haben wir die Mitte schon mal fertig. Das ist hier praktisch ein Feld, wo ich zwar nicht meine Tags reinschieben kann, aber ein anderes kleines hier würde reinpassen. Also zum Beispiel, das ist gerade ein bisschen zu groß, ein bisschen kürzer. Misst du dir einfach aus, was du hier reinschieben könntest von vorne. So, und jetzt kommt als nächstes, damit es stabil wird, werden jetzt diese Seiten hier noch aufeinander geklebt. Das heißt, ich lege es nochmal flach. Ich klebe hier doppelseitiges hin. Und hier unten. Und hier drüben. Auch von oben und nach unten. Und dann klappen wir wieder Seiten aufeinander. Dieses hier drauf. Und schon haben wir das. Und wir haben hier oben wieder ein Fach. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Du könntest das auch komplett zukleben, wenn du mit den vielen Fächern, die wir vorne drin haben, und zufrieden bist und nicht mehr brauchst, dann klebt das einfach komplett zu. Aber ich will da diese Fächer. Also da noch ein Fach und hier vorne. Und da könnten wir dann, je nachdem, ob wir sie rausgucken lassen wollen, kleinere Tags reinstecken, weil die passen gut. Und damit sie uns nicht ganz verschwinden, ein Bändchen oben ran machen. Ich packe die jetzt hier mal. Guck mal, ich habe schon einen vorbereitet. Schau mal, hier steht einer. Atme durch. Und da hinten drauf wäre dann der Gutschein. Meine Gutscheinidee von wegen, geh doch mal eine Runde in die Sauna. Oder ein Gutschein für einen gemeinsamen Nachmittag mit Käffchen für die beste Freundin. Ja, das wäre schon mal die erste Idee. Soweit. Jetzt gehen wir um die Hülle außen. Also entweder lässt du es so, machst einfach ein Bändchen drum und fertig ist. Oder wir arbeiten uns jetzt eine Hülle. Dazu habe ich mir einen Farbkarton zugeschnitten in 10,5 x 17 cm. Und ziehe jetzt mit der Schneideklinge, mit der Schneidemaschine, mit der ich auch falzen kann, bei 8 cm auf der einen Seite, damit das wirklich exakt ist, bei 8 cm auf der anderen Seite und habe mir für den Steg in der Mitte, also für den Buchrücken, Fachbegriffe verwenden, Tatsache, 1 cm aufgehoben. Hier ist es nur ein halber Zentimeter, also 5 mm und ich finde, das wiegt sich hier einfach ein bisschen auf, weil es ziemlich voll ist. Dieses hier werde ich dann in dieses reinkleben. Wenn du Probleme mit dem Rücken hinten hast, würde ich das so machen, dass ich das nur auf eine Seite fixiere, nämlich hier. Und das würde ich dann mittig ansetzen, den Deckel drauf und dann passt das und das Ganze mit einem Bändchen nicht zurechtgelegt habe, aber was wie ein Wunder hier liegt. Heute gibt es wirklich mal Papaya. Dann hier vorne sicher und das machen wir auch gleich. Der Moment, wo ich mir heute gesagt habe, keine Flüssigkleber, den habe ich da, wo ich gerade einen Auftrag abarbeite. Hier hinten die Rückseite beklebe ich jetzt mit doppelseitigem Abreißklebeband, ziehe die Schutzfolie ab und setze das gleich mittig auf meinen Umschlag. Schön zuhalten, es müsste ja überall 1,5 mm überstehen. Nee, das war ein falscher Text, Moment. Korrigiere. 2 mm, 2,5 mm. So, das passt. Jetzt kommt außen, das ist ja immer das gleiche Prinzip, wie ich das mache. Ich klebe jetzt außen, hinten und vorne doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Und je nachdem, ob mich das am Buchrücken stört, halbiere ich jetzt mein Bändchen oder lasse es zusammen. Ich halbiere es hier und klebe jetzt auf die eine Seite dieses, so dass es hinten nicht übersteht. Und auf die andere Seite das gleiche wieder. Und klebe. Und klebe das drauf. Und dann passt das auch schon und das ist soweit präpariert. So, hier lasse ich das übrigens offen, kann ich dann hier einen schönen Gruß reinsetzen. Mit einem Farbkarton. Und außen, jetzt wird ausgestaltet. Ich habe dafür die Anhänger verwendet, die Anhängerstanzen. Moment, ich habe sie schon wieder weggeräumt, aber hier sind sie.
Hinterhergehören durchaus in eine meiner Lieblingsfraktionen. Und da mir der Name wieder weggefallen ist, muss ich mal kurz gucken, ob ich ihn finde. Theoretisch schon. Anhänger nach Maß, glaubst du es? Ja, sind im Jahreskatalog. Ich habe das später schön zusammen, stelle ich mal fest. Und da habe ich diese Sorte verwendet, und zwar die zwei größten Elemente, und habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe die im also im Designerpapier gestanzt, Farbkarton oder in Grundweiß. Da habe ich dicke und dünne genommen, nach dem Motto, die dicken, da würde ich nichts dahinter kleben. Das hier ist zum Beispiel ein dünner. Den habe ich nochmal mit Farbkarton hinten aufgemotzt, einfach zu zeigen, was wir alles für Möglichkeiten haben. Diesen habe ich mit Designerpapier auf der Rückseite gegengeklebt, aber nur am Rand zusammengeklebt, und dadurch könnte ich hier nochmal deine Überraschung rausziehen. Bei den beiden, siehst du ja, sind es drei Elemente. Also einmal ein weißes, ein graues, ein Anthrazitgrau und einmal ein Designerpapier. Das Designerpapier habe ich in der Mitte schräg geschnitten und wieder als Tasche aufgeklebt hier und hier auch. Ja, da hast du also Varianten ohne Ende. Und falls du diesen Stanzen nicht hast, kein Problem, schneidest du dir Farbkarton zu. Ich habe genommen in 5 cm. Mal 10,5 cm. Entweder hast du eine dieser Anhängerstanzen. Schauen wir mal, hier habe ich mal eine. Gibt es ja ganz verschiedene. Guckst mal im Jahreskatalog, da gibt es auch welche. So, und dann wird das auch ein Tag. Und um das Ganze wieder ein bisschen gefälliger zu machen, können wir unten einfach die Ecken kappen. Können sie auch nicht knicken. Auch schön. Und dann passt das hier wunderbar rein. Ja. So. Unser ganzen Überraschungstext können wir hier schon mal reinpacken. Jetzt schauen wir mal. Wir haben also schöne Scheinchen gehabt. Mensch, wo sind denn meine ganzen Scheine, mein Taschengeld? Und hier mein Gutschein. Mein Shopping-Gutschein, also meine alte Bahncard. Passt also super alles hier rein. Bunte Mischung. Und dann könnte man da reinstecken. Zum Beispiel ein Gutschein für ein gemeines ist auch schön. Gemeinsames Kaffee trinken. Ja, oder für gemeinsame Zeit ist immer super Sache. Gutschein für einen Wunsch. Ein Wunsch ist auch schön, weil das kann man so schön variieren. Ja, wollen wir noch einen Tag gestalten? Ja, einen hatten wir doch schon. Den suche ich jetzt wieder Stunden und du weißt, wo er ist, oder? Ja, bestimmt. 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 Ja, ich suche ihn nicht. Ich mache einfach weiter. Oder soll ich ihn noch suchen? Bringt nichts, wenn du jetzt antwortest, weil das Thema ist dann durch. Ja, ne, so ist das auf meinem Arbeitstisch. Ich hole mal eine Unterlage. Schon hier, dann nehme ich einen weißen Tag. Und gestalte den mal ein bisschen. Ich habe hier die Blendingpinsel da. Ganz irritiert. Ich habe ihn. Schön, ne? Da ist es. Du hast es schon gesehen. Diesen hier. Atme durch. Ja, den schaue ich mal. Den machen wir einfach nochmal ähnlich. Und zwar ist das so ein bisschen Schabloniertechnik. Schabloniertechnik für eben mal schnell. Ich mache hier mal eine Sonne. Ich verwende jetzt wirklich die Farben wie hier. Und zwar haben wir dann eben das Papaya. Und nicht das krachige Blutrot, was natürlich auch schön ist, aber jetzt kommt mal Papaya rum. So, das nehmen wir. Schauen wir mal, ob wir hier noch alles finden. Habe ich mir aus dem Schnippelpapier hier einfach mal so eben schnell einen Bogen ausgeschnitten. Und nehme die eine Seite und lege die hier ran. Leg die mal so. Setze meine Sonne drauf. Gehe ins Papaya und streiche von der Mitte mit dick nach außen mit dünnem Druck. Dann verläuft sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen und ich habe da eine schöne Sonne. Ja, dann haben wir hier mein Hügelchen. Und jetzt suchen wir natürlich den anderen Schnipsel wieder. Also das muss wirklich besser werden, was wir hier... Ach, Mann. So, diesen Schnipsel haben wir, den legen wir dahin. Machen wir vorsichtig das Stempelkissen zu. Denken dran, dass wir schon Papaya am Finger haben. Legen das hier wieder drauf, also praktisch das andere Stück, und malen jetzt hier unten grün. Welches Grün haben wir? Das ist unser Seladon.
So, ein bisschen stufig, damit das so eine kleine Landschaft ergibt. Und dann nehmen wir noch den Blending-Pinsel fürs Blau. Also ich habe das so nach Farbfamilien sortiert, da muss ich das gar nicht groß putzen. Und setze da oben einfach ein bisschen Blau hin. Wenn wir jetzt nochmal einen Kreis hätten zum Draufsetzen, könnten wir den abdecken, die Sonne praktisch, und könnten dann wirklich an die Kante genau ran. Das habe ich jetzt gar nicht, aber ich will das ja auch nur so einfach gestalten, ne? So ganz leicht. So, das nächste, was wir jetzt nehmen, ist nochmal das Stempelset. Nun kommt es endlich wieder zum Einsatz. Und da kommt jetzt nochmal die schöne Baumkante drauf. Der Stempel ist echt, das gibt es noch gar nicht lange. Ist noch gar nicht lange im Arbeiten und ist hier schon, wenn die sagen, abgearbeitet, aber so gut wie. Okay, dann setzen wir die eine Baumkante hier wunderbar drauf. Die andere Baumkante etwas tiefer. Und dann passt das schon. Ja, und atme durch, haben wir schon stehen. Was ja hier so an eine besonders gute Freundin gehen wird. Ist ein Danke für alles auch immer dran. Also setze ich hier unten in Anthrazit ein Danke für alles drauf. Mal abstempeln, damit ich sehe, ob das schön gerade sitzt. Ja. Dann machen wir es bestimmt schief drauf. Nein, das schau mal. So einfach ein kleiner Tag. Und auf die Rückseite käme dann jetzt, wie gesagt, das, was wir Nettes sagen wollen. Ja, und so setzt sich das fort mit diesem Gestalten von den Tags. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, dass ich dir 1000 zeige. Oder ob ich einfach das mir hier so schön ineinander packe. Weil ich habe dir ja schon einige Möglichkeiten gezeigt. Auch hier wäre möglich, dass wir da einfach mit dem Set weiter gestalten. Ja, da auch noch die Vögel am Himmel. Ja, kann man sich einfach bunt was einfallen lassen. Muss ja nicht viel sein, ne? Es wird einfach nur gestaltet. Einen machen wir noch. Arbeiten wieder mit. Es wäre natürlich auch möglich, hier wunderbar zu embossen. Ja, wenn du da was sehen möchtest, schreib mir das. Ich glaube, in meiner Reihe ist noch eine Aktion frei. Die andere ist schon klar. Aber eine Aktion ist noch frei, und zwar das Thema Stempeltechniken. Da wäre also Embossing durchaus fällig. Es sei denn, du hast eine andere Idee. Schreib mir das gerne. Ich bin ja dafür alle Schandtaten offen, und die Reihe wird ja sicher fortgesetzt, so wie ich mich kenne. Also gibt es da auch noch mehr Möglichkeiten. Welche Stempeltechnik würdest du denn gern mal sehen? So, und hier machen wir einfach nur den Papaya Schimmer drauf. Nutzen praktisch den Rest, was wir noch für Farbe haben. Macht das wirklich ganz wenig. Weil ich jetzt hier nochmal kleines bisschen mehr Grün brauche unten. Und auch das ist schon fertig und kann auf der Rückseite weitergestaltet werden oder vorne noch ein Spruch drauf gestempelt werden. Ja, so einfach läuft das mit unserem Minibuch. Bis hierher. Den Rest mache ich später. Ach nein, ich bin auch noch gar nicht fertig. Ich mache noch die Außengestaltung kurz. Oder? Soll ich? Jetzt außen. Wir haben uns zugeschnitten. Nachdem wir das haben, haben wir hier zwei Stück zugeschnitten in 7,5 mal 10 cm, und die setzen wir hier ganz locker drauf. Und zwar nehme ich hier das Weiße, und hier drinnen habe ich noch diese Fläche, die ist dann 6, 7, Moment, Linie. 7 mal 9,5 cm, genau. Also nochmal eine Mattung kleiner. Und die möchte ich noch gestalten. Also setze ich jetzt hier mal schnell mein Papier drauf. Und das mache ich in dem Fall auch vorn und hinten. Aber wie ich mich kenne, gestalte ich vorne schön aus. Und hinten passiert nicht viel, weil da kann ja dann noch ein schöner Stempel drauf. So von wegen Handmade by Stempelfamilie und hast du nicht gesehen. Also setzen wir das hinten drauf, um eben auch das Schleifenband abzudecken. Das hinten, ja. Gute Mattung ringsrum.
Super, und das andere nach vorne. Hätten wir alles lassen können, aber ich will halt einen Rahmen. Wir könnten es aber eben auch so hier das schöne Designerpapier außen, in dem Fall hier die Holzmaserung, nutzen. Wäre genauso gegangen. Und jetzt kommt dieses. Und da machen wir, einfach weil es zum Set gehört, das entspann dich und genieß den Tag. Setzen wir nach unten. Das heißt übrigens, genieß deinen Tag. Das ist dein Tag. Nicht drüber nachdenken, er gehört dir. Ja, nicht, dass einer denkt, er wäre für andere. Es ist genau dein Tag. Den setzen wir hier unten hin. Und zwar jeder Tag. So. Und wenn wir die Gestaltung innen so haben, wie ich gezeigt habe, dann wird das natürlich außen nicht viel anders sein. Hinten kommt die Baumkante hin. Wir können das Ganze ja auch so rum aufbauen. Hat sogar mal gepasst, dass wir zuerst stempeln, dann den Hintergrund gestalten. Wird genauso. Ja, du kannst machen, was du willst. Du hast immer wieder eine schöne Gestaltung. Hier muss man gucken, dass die Vögel richtig rumfliegen. Aber sie schaffen es hier. Fliegen sie richtig rum. Und schon wieder ist eine kleine Landschaft gestaltet. Rein damit. Wo haben wir die Sonne? Sonne. Kante da unten schön hin, die Sonne oben drauf, der Piepmatz da fliegt in der Sonne, sage nichts, ist das runtergefallen, was wir nicht brauchen, ist das nicht schön. So. Ja, solange die Farbe gut trocknet, und das macht sie normalerweise sehr schnell, funktioniert es praktisch so rum auch perfekt. Und dann geht die Gestaltung genauso weiter wie beim anderen. Und für den Himmel brauchen wir ein etwas geraderes Stück. Und das nehmen wir uns einfach hier. Und jetzt hole ich tatsächlich noch die Kreisstanze. Ja, eine, die es nicht mehr gibt. Aber es gibt ja auch die Kreise, die du ganz einfach mit den Stanzformen lagenweise Kreise stanzen kannst. Und jetzt setzen wir uns das der Reihe nach einander. Und der Himmel einfach abdecken. Man kann das natürlich auch schön kleben. Oben ist immer dunkler, nach unten wird es heller. Und jetzt weißt du auch, warum ich da mir ein weißes Blatt hier vorne untergeklebt habe, damit ich meine gewischten Kanten dann gut sehen kann. So, hier hin. Und unten kommt noch ein bisschen Grün. Und da wir da oben eine gerade Kante haben, nehmen wir jetzt dieses Stück und gehen auf Seladon. Runtergeschmissen haben wir, wie wir gerade sehen, das andere zieht, aber das brauchen wir ja auch nicht mehr. Hauptsache, ich suche es dann nicht in 3 Wochen. Vergessen habe ich es aufzuheben. So, die Kante schön ran. Ja, jetzt könnte ich da noch ein bisschen Grasnarbe zwischenmalen. Ich könnte auch mit dem Stempel hier unten nochmal so ein kleines Stück. Aber warum nicht? Anthrazit liegt auf dem Boden. Ja, ja. So, ganz unten nochmal schön wischen und dann schauen wir, wie sich das hier drauf macht. Und ich fass. Es macht sich perfekt. Ja, sag mal. Cool, ne? So, doppelseitiges Abreißklebeband nochmal auf die Rückseite. Ja. Tag heute mal ein Video ohne klebende Finger und dann sind wir fertig. Dieses Video geht nicht als kurz und knackig durch, kommt aber bald wieder eins auf den Plan. Aber das heute noch nicht. Gehört ja auch in die Reihe ein Stempelset für Ideen. So, meine Freunde, fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Mein Minibuch. Aus der Reihe ein Stempelset, 5 Ideen mit dem Stempelset, was ihr ausgewählt habt, am Horizont. Ja, einfach und schnell gestaltet. Und es geht noch weiter auszugestalten. Ihr wisst ja, Scheine, Gutscheine, gute Ideen,
Hoodies, was auch immer. Bunt rein. Ach so, ein Teebeutel passt auch rein. Möglichst nicht zu viel, aber einer passt in jedem Fall mit dazu. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen und die Anleitung dazu. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Alle verwendeten Materialien könnt ihr direkt in meinem Online-Shop kaufen. Dort könnt ihr auch sehen, was gerade lieferbar ist. Ansonsten schreibt mir eine Nachricht. Es gibt regelmäßig Sammelbestellungen. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleibt dran, seid gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Deine Angela von der Stempelfamilie.